Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Guardians of Ember hier bei Explorer LP. Mit dabei der Dark, à la Parsis, aka Parsis versus Parsis. Wir sind im Dungeon Shifting Core im Hardcore-Modus und unserer Zeit ein bisschen voraus, weil wir hier doch ein bisschen unterlevelt sind. Da muss der Explorer halt mal ein bisschen heilen, kann keinen Schaden machen. Nicht sterben, mein Freund, nicht sterben. Wo kommen die denn jetzt her? Oh, Nachbarraum ist wieder respawned. Ne, echt? Jo. Ne, die sind hier reingegangen. Also? Raffiniert. Die Kollegen. Raffiniert. Komm. Oh Mann. Ich sehe nur Füße. Ja, ich sehe sowohl einen Korn-Chimera als auch einen Spinnentisch. Dann gucken wir erstmal, was der Kollege hier drauf hat. Okay, ich konzentriere mich mal aufs Heilen. Nee, nee, draußen. Ja? Okay. Ah, ich muss den Magier unbedingt leveln. Ich brauche einen vernünftigen Schadenszauber. Kann ich eigentlich auch nur die Skills von der Secondary Class resetten? Geht das auch? Ja. Ja, das ist ja gut zu wissen. Dann sollte ich das vielleicht mal machen. So klein und unscheinbar wie er aussieht, so böse ist er. Der Hunter dem. Irgendwas. Wenn davon noch ein Boss kommt, bin ich aber. Das ist noch so ein Riesending. Naja, so toll war er jetzt nicht. Oh, so ein Spinnenboss muss ich auch nicht haben, ey. Wer die Aggro hat, der darf sie behalten. Ich hab die Aggro, weil ich sie geskillt hab. So. Heilung. Dann droppt er nur Dreck. Ich denke mal, weil wir zu wenig Schaden machen. Auf die. Freunde! Freunde! Wie viel Schaden machst du mit so einem Standardschuss? Oh, I see epic. Knapp 100 Damage. Und dann mach ich 214. Was war denn das jetzt hier? Handguard, Shadow Handguard.
okay. La Familia coming. Schade. Am schlimmsten sind wirklich für mich diese Flugviecher. Oh, diese Musik. Oh, 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 das wird dann schon riesig. Reinlaufen und putz raus. Okay. Drecksäcke stun mich. Stimmt, diese Fuck-Berserker. Gegner. Finish him. Ja. Mhm. Auch nicht besser. Ach ja. Ja, komm, komm, wir müssen ja. Dahin. Ja, ja, ja. Geister. Die Geister, die ich rief. Kurz einen Schluck trinken. Boah. Jo, geht nicht. Geht nicht. Was macht denn der jetzt hin? Meine Herren. Macht einen fertig. Du bist eigentlich mal Rüstung reparieren, kann das sein? Was hast du gesagt? Ich muss eigentlich mal Rüstung reparieren, glaube ich. Das ist das. Ja, lass mal eben gucken. Wo waren das hier? Tasche, auf Tasche. Was waren das? Used to repair a piece of armor or weapon. Ist ja harmlos. Muss ich das alles einzeln reparieren? Ernsthaft? Mhm. Deswegen sagte ich ja gerade, bei mir ist das noch harmlos. Ja, komm. Weiter. So. Die Tür ist offen, das Gefühl. Ach nee. Was ist das denn? Alter, das ist ein Level 28er. Lila Kati. Warte, ich muss noch ein bisschen pushen. Na? Hallo.
Lass mich doch jetzt mit diesem scheiß Questtext in Ruhe. Der Drecksack heißt wieder hoch. Warum das? Alter, der macht immer schon Ende. Der letzte heilt sich wieder auf. Ja, warum? Wodurch? Den Altar vielleicht? Ich hab keine Ahnung. Da können wir aber nichts machen, ja. You have the ability to play a few more. Lass mal Text lesen, ja. Das sagte uns ja. Ins Licht. Können wir eigentlich irgendwas machen? Nein. Ja, immer wenn dieser Ansagentext kommt, dann fängt er an, wie er sich hochzahlen. Also irgendwas muss man dann vielleicht den Altar anklicken. Ne, ich hab's schon versucht. Dann versteh ich's nicht. Hast du einen Unterbrechungszauber irgendwie? Gibt's sowas? Nein, ich hab keinen. Vielleicht weg, ganz weit weglaufen, wenn er da das sagt. Warte mal. Warte. Ja. Was machst du? Oder musst du in diesem Kreis bleiben hier in der Mitte? Ja, ich sehe schon. Er heilt sich nur, wenn du ihn angreifst, dann heilt er sich hoch. Das heißt? Wenn er den Spruch kommt, nicht mehr angreifen. Achso. Siehst du? Okay. Konzentriere mich schon ein bisschen auf hier, ne? Ach, Kinder, ist das wieder aufregend. Ach, fuck.
Sobald der wieder leuchtet. Achso, er hat immer noch. Sorry. Nicht schlimm. Das ist denn nicht. Aua, macht der Aua. Mann, was können die alle so sehen? Ja, da hast du aber Spaß dran. Ich glaube, einmal müssen wir noch. Jetzt sollte aber. Oh mein Gott. Hallo? Boah, das ist nicht gut genug. Was wir noch irgendwas machen? Nee. Nur noch den Stein aktivieren, damit wir wieder rauskommen. Achso. Okay, Kinder, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Wir sind über 18 Minuten. Dann wird die Folge heute mal nicht so lang wie gewöhnlich. Und wir danken dir da draußen auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wünschen dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sagen tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao. Tschüss.